Die bronzene Schlange, Teil 15 der Geschichte von Mose. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit, und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Eines Tages hatten sie giftige Schlangen in ihrem Lager, die viele Menschen bissen. Als Mose davon erfuhr, bat er Gott um Hilfe, und der zeigte ihm, was zu tun sei. Er baute eine Schlange aus Bronze und stellte sie auf einem Stab in der Mitte des Lagers auf. Immer wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde, sollte er auf die bronzene Schlange schauen. Jeder, der das tat, wurde vom Gift des Schlangenbisses geheilt.